Hier ist die Sprechstelle des deutschen Nationalsozialismus. Hier ist die Sprechstelle des deutschen Nationalsozialismus. Gut. Hier ist die Sprechstelle des deutschen Nationalsozialismus. Das haben wir. Hier ist die Sprechstelle des deutschen Nationalsozialismus. Haben wir. Hier ist die Sprechstelle des deutschen Nationalsozialismus. Valerie, weg! Volkskörper, Volkskörper, Volkskörper. Auf den Boden, auf den Boden, auf den Boden! Geld her, Geld her, Geld her, Geld her! Auf den Boden! Bin ich aber gespannt. Ja, also wieder Brückentage, Bio- und Campingstühle, Sex, nachmittags, Pause machen. Und total mein Volkskörper verändert. Tief! Mein stilles Tal, du! Ich bin jetzt ich so voll Adrenalin. Ich begrab dich hier auf der Stelle. Ich begrab dich hier auf der Stelle. So, cut, alle wieder ins Auto. Hinten vorne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Luftig natürlich, ne? Überall Leute, das stört doch. Ist einfach zu voll, das schwächt. Totaler Stress. Das hat doch nichts mit Hitler zu tun. Halt ich nicht aus. Okay, cut, alle wieder ins Auto, danach wieder auf den Führer. Links nicht hin, links nicht hin, sofort das Geld her. Hier ist das Laufband des deutschen Nationalsozialismus. Hier ist die Sprechstelle des deutschen Nationalsozialismus. Sprechen Sie jetzt. Ich sag einfach nichts. Hier ist das Laufband des deutschen Nationalsozialismus. Ich sag dazu gar nichts. Scheiße. Hier ist das Laufband des deutschen Nationalsozialismus. Ich sag nichts, habe ich doch gesagt, ich sag nichts. Ich habe gesagt, ich sage nichts. Nichts. Ach, da ist so viel unten. Komm hier nicht weiter. Komm nicht weiter. Hier ist die Sprechstelle des deutschen Nationalsozialismus. Sie können jetzt sprechen. Hier ist das Laufband des deutschen Nationalsozialismus. Scheiße. Läuft. Ich höre nichts. Wir kommen nicht weiter. Wir wollten ihn ja beisetzen. Und dann ist uns das Benzin ausgegangen. Der war doch schon tot. Ja, der erste, aber der zweite? Der war doch versorgt. Der muss zu schwach dosiert gewesen sein. Er hat seine Schläuche abgerissen und... Das ist ein ganz klares Umkehrproblem. Mhm. Bei der Untersuchung von Untergrundstrukturen, beispielsweise unterirdisch die Kraftfelder, da ist einfach zu viel unten. Die Daten stimmen, nur schließen kann man aus ihnen nichts. Das ist das Umkehrproblem. Ja, der ja erste, die kriegen das jetzt alle nicht richtig mit. Hast du das verstanden? Versorgt. Die kriegen das jetzt nicht richtig mit. Ich sag nichts. Ich sag gar nichts. Deutscher Faschismus. Man hat im Berufsleben nur einmal die Chance, an sowas 6, teilzunehmen. 20, 40. Elternbeiräten von den Kindergärten und Schulen sind immer mehr Frauen, vor, die rechtsextreme Gesinnungen haben und sie die dann da durchsetzen umbringen. In den Elternbeiräten. Ja, die sehen ganz nett aus und kümmern sich um die Kantine, um das Essen der Kleinen und so weiter. Bringt, ne? Und dann heißt der Sohn einfach mal Hermann. Ich sag nur Paradies. Und sagt auch Paradies. Irgendwie, will er das nicht also haben, Punk und Nazi, in den Elternbeiräten. Punk und Nazi? Ja, Pankow. In Pankow, da gibt es ganz viele Kindertagesstätten. In Pankow, ja. Da gibt es viele, viele Elternbeiräte. Die sind durchsetzt. Die haben doch alle was genommen. Was? Ich bin nicht Schäpe. Ich bin die neue Tatortkommissarin. Wir kommen nicht weiter. Die wollten ihn beisetzen. Dann ist das Benzin ausgegangen. Der war schon tot. Ja, der erste, der zweite war versorgt. Ruhe! Sie sind Schäpe?
Nein, ich musste das spielen. Er ist Schäpe, Sie sind Schäpe. Es geht uns einzig das? Um das Phänomen. Was ist das, ein Verhör? Das Phänomen der Was Wahrheit. Ist das? Ein Hering. Höring? Eine Aushorchung. Hörerlebnis. Überbauschleuder. Es geht uns einzig um das Phänomen der Wahrheit. Dann kann ich ja rauchen. Ja, nein, wieso nicht? Sieht ja keiner. Das ist ein Höring, ein Höring. Komm in meinen Höring. Heiner Müller liebte Kakao. Bauschleuder. Razzia und Flucht. Ruhe. Kontakt mit der Familie. Ja, dieses Daune zurückspulen. Das bringt doch nichts. Sie, Beate, das ist die Wahrheit. Die haben alle was genommen. Von der Stelle, von der deutschen die Stelle. Drei von von der Neo. Tankstelle? Was die haben die drei von der Tankstelle ja, haben alle was ja, genommen? Ja, 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 ja. Die haben alle was genommen. Die haben sie alle operiert. Für 200.000 Euro? Für 200.000 Euro. Also ehrlich gesagt, wenn man es nicht sieht, würde ich es auch machen lassen. Gott, aber Mick ehrlich Jagger gesagt, waren die doch ein Gleichstellungsprojekt. Was? Der war doch schon tot. Mick Jagger? War das nicht eine Aufstockerin? Nee. Die woher haben die so viel Geld? Das war doch eine Aufstockerin. Das ist gar nicht wahr. Doch, nein, das war eine Aufstockerin. Nein. Nee. Doch. Ich kenne den überhaupt nicht. Ich kenne den überhaupt nicht. Ich kenne den überhaupt nicht. Das war eine Aufstockerin und der andere war ein Gleichstellungsprojekt. Nee, ist gar nicht wahr. Der Fraumann? Ich kläre das. Ruhe. Ich bin die neue Tatortkommissarin. Quotennote. Ich hab's dir gesagt. Gar nicht. Mein neuer Assistent. Der versorgte Kollege, ein Gleichstellungsprojekt. Sein Defizit, er spricht den Hörkanal für Sehbehinderte. Ich will die Wahrheit. Sichtlich erregt eigentlich. Schade aber, Sie sehen ja nichts. In einer längeren Großaufnahme erkennt man unter dieser Wahnsinns-Creme-Bluse von Prada eigentlich alles. Das ist schön. Die Leichenchefin. Meine Brüste haben 20.000 Euro gekostet. Hör auf mit dem Scheiß. Meine Brüste haben 20.000 Euro gekostet. Das sind keine Neofaschisten. Das sind Implantate. Ich bin hier immer noch Ihre Gleichstellungsbeauftragte. Ich bin immer noch Ihr Behinderter. Genau, das ist deine Krankheit, Arschloch. Wenn Sie wirklich, wirklich ein Bambi wollen, ja, ja, dann müssen wir hier jetzt sehr, sehr sauber rauskommen. Schon gut, das war nur... Sie sind die Chefin. Im Grunde muss man darüber sprechen. Über was? Gut. Wie es aussieht, Sie sind eine Terrorzelle und wir nicht. Nein, nein. Sie sind Schäpe? Nein, nein, er. Sie hat eine Doppelrolle. Ich weiß selber, dass ich eine Doppelrolle habe. Ich sage nichts. Die Wahrheit, das ist die Wahrheit. Die haben doch alle was genommen von der Stelle, von der deutschen Stelle haben die doch was genommen. Das ist überhaupt keine Frau. Ich war der Fraumann. Meine Operation hat 200.000 Euro gekostet. Und die Leichen? Doch. Davon weiß ich nichts. Wir haben nur Mick Jagger verloren. Wo bewegen wir uns? Gar nicht. Natürlich haben wir ihn gesucht. Und dann ist uns das Benzin ausgegangen. Ich kenne den überhaupt nicht. Mick Jagger? Nee, den anderen. Aber der war doch schon tot. Ist ja gar nicht wahr. Doch. Und dann hatte ich die Idee. Das heißt er, ich meine sie, hatte die Idee. Neonazismus im Neo-Untergrund des Neo-Aufschwungs. Ein Remake des Remakes. Kurzer Ausschnitt. Berchtesgaden ist schön. Bratwurst ist schön. Auf Wiedersehen, komplette Öffentlichkeit. Die Ostsee ist schön. Die Toten können nach Hause gehen. Kathi Angerer. Ich musste das spielen. Bernhard Schütz. Ulm kenne ich nicht. Und Fabian Hinrichs. Gott hat mir geholfen. Prekär beschäftigte. Depravierte Sau. Nominiert in der Kategorie National. Die drei von der Neo-Neo-Tankstelle. Ja, Kinder, was wird aber nur jetzt? Ja, arbeiten. Was haben wir denn gelernt? Tennis. Tanzen. Ja, Kinder, irgendwas muss doch geschehen. Was ist denn? Was hat er denn? Kein Tropfen Benzin mehr. Dann müssen wir eben tanken. Ja, aber wo? Ja, nur wo? Ist ja weit und breit keine Tankstelle zu sehen. Ist doch unglaublich an einer so belebten Straße, wo täglich hunderte von Autos vorbeifahren. Kinder, alles unsere ist Zukunft weg. Ist gesichert. Wir alles verkloppen einfach unser Auto. Alles muss weg. Und gründen mit dem Erlös hier eine Terrorzelle. Erlösung! Erledigt unsere Vergangenheit! Bringt Eichmann nach Hause! Bringt Jagger nach Hause! Unsere
Purple nach Hause. Regen, hört ihr das? Ruhig, hört ihr das? Da bohrt einer. Da bohrt einer. Da bohrt einer. Das ist der Jude. Das ist der Jude mit seiner Hilti. Der ruhig. Kommt jetzt. Steh an der Grenze, seh ins Licht. Bis wann war gestern, seh ich nicht. Bis wann war gestern, bis zum Strich, blut ich nicht. Blut ich nicht. Blut ich nicht, wenn man mich sticht. Bewege dein Skrotum. Bewege dein Skrotum. Steh an der Grenze, sieh ins Licht. Bis wann war gestern, seh ich nicht. Bewege dein Skrotum. Bewege dein Skrotum. Das ist das Schönste, was es gibt auf der Welt. Bewege dein Skrotum. Es geht um eine Erklärung von unten, die nicht mit Hilfe des Einfachsten, Elementarsten und Klarsten, sondern mit Hilfe des Verworrensten, Dunkelsten, Ungeordnetsten, Zufälligsten erklärt. Als Entzifferungsprinzip müssen gewaltsame Verirrungen, Leidenschaften, Hass und Racheakte Gültigkeit haben. Sie bilden das Gewebe der feinen Umstände, welche zu Niederlagen und Siegen führen. Der elliptische und dunkle Gott der Schlachten muss die langen Tage der Ordnung, der Arbeit und des Friedens erhellen. Was ist das? Das ist so unterhaltungsfern. Michel Foucault. Ach. Ich werde versuchen, mit seiner Hilfe... Puh, das heißt doch irre, oder? ...im Laufe des Herings das Phänomen des rechten Komplexes zu klären. Wenn, und ich glaube, das ist jetzt eine zentrale Stelle, wenn, wie Foucault sagt, Gewalt nicht von den einzelnen Subjekten ausgeht. Partizipieren Sie weiter. Sie sind Teil des Ganzen. Das ist Ihr Müll. Alle sind eine Gesellschaft. Sorgen Sie sich weiter. Tanken Sie weiter. Kritisch weiter. Tanken Sie weiter. Kritisch Ihr Müll. Ihre Verzweiflung. Ihre Verzweiflung interessiert uns. Das wäre noch Repräsentation. Wenn also nicht die Gewalt von den einzelnen Subjekten ausgeht, die sie dann mit ihrer Stimme an den Staat abtreten können. Gewaltmonopol? Dann ist das Subjekt nicht der Ursprung dieser Gewalt, sondern ihr Ergebnis. Bin ich eine Faschistin? Was muss ich antworten? Was muss ich antworten? Eine Frage. Eine Frage. Bin ich Dreck? Bin ich Dreck? Bin ich Dreck? Ich weiß es nicht. Ich gehe jedes Gewaltniveau mit. Was muss ich antworten? Das ist eine Frage. Bin ich Dreck? Das ist eine Frage. Bin ich Dreck? Das ist eine Frage. Ich weiß es nicht. Frau Z. Bin ich eine Faschistin? Das ist die Frage. Sie gehen doch jedes Gewaltniveau mit. Ich gehe jedes Gewaltniveau mit. Sie sind doch Dreck. Ja, ich weiß. Sind Sie eine Faschistin? Sie sind eine Faschistin. Eine Frage. Antworten Sie. Na, was müssen Sie antworten? Bin ich Dreck? Antworten Sie. Was müssen Sie antworten? Ich weiß es nicht. Sie weiß es nicht. Ich gehe jedes Gewaltniveau mit. Jetzt mal ohne Foucault nur so beim Bier, Chefin. Wollen wir wirklich alles rauskriegen? Ja. Ja, und auch wenn das nicht schön ist? Ach, wir werden vor dem nicht zurückweichen. Keine Zusatzbeatmung. Nicht ein Degeto, kein Millimeter. Einzelbefragung 1. Der Fahrer, Ernst... Ist ein jüdischer Name. Klassenbewusstsein und Transsexualität. 24 Jahre bin ich Strecke gefahren. Nie ist einer aufgewacht. Immer rechtzeitig. Die SS-Leiche war natürlich Fremdarbeit. Nur wegen der Schwuchtel. Moment. Ich bin noch nicht fertig mit der Bandansage. So. Normalisierungsdruck in Mikroprozessen der Macht. Hä? Wiesbaden, Freitag, der 13. Juni 2014, 8 Uhr. Die Befragung findet statt in der Einrichtung Erinnerung fordern und fördern. Okay, fordern und fördern. Erinnerung fordern und fördern. Ein nicht mehr vom BKA genutzter Trakt des Komplexes. Die Befragung wird durchgeführt von Astrid Meierfeld, Gleichstellungsbeauftragte der Ethikkommission, der Rechtsnachfolger des Dritten Reiches. Ernst, den Namen wollen Sie nicht sagen? Ich heiße wirklich so. Ernst? Nein, Lubitsch, Klaus Werner, 1,70.
Kindheit ohne Befund, war ja alles geregelt in der DDR. Gab ja nix. Halb Jude, ganz Jude. Wurde ja alles erst später befreit. Damit kein Zweifel aufkommt. Ich habe mich selber auf der Flucht erschossen. Ich bin das Opfer, das ist die Wahrheit. Erzeugt durch transmedialen Druck. Ich denke, wir fangen einfach nochmal an. Ja, Sie sagen das so. Ich bin total aufgeregt, ich muss kotzen. Ja, Sie müssen sich bemühen. Ich höre nicht. Wo ist denn der Nazi? Ausschuss, neues Mikrofon. Wir müssen die Akustik verbessern. Das ist so schwierig. War ja immerhin der große Sendesaal. Gut, kann ich? Das Ausland, die Medien. Das musste vollkommen sauber laufen, akustisch. Gut, kann ich? Was kaputt ist, ist ja nicht öffentlich. Verstehen Sie? Wenn man nichts hört, werden ja alle hysterisch. War ja immerhin der große Sendesaal. Neues Mikrofon. Gut, kann ich? Der Pfarrer Ernst. Ja. Ruhe jetzt. Nein, der Pfarrer Ernst, das bin ich doch, oder? Und der, der die... Wir können das jetzt auch abkürzen. Das für seinen der Arzt über Ernst. Kurzfristig eingesprungene Transgender. Der Pfarrer Ernst, das bin ich. Ich glaube Ihnen kein Wort. Ich bin Pfarrer von einem Biotech-Unternehmen. Sie waren also zu dritt. Ich bin, wie soll ich das sagen, ein sogenanntes Transgender-S. Es gibt ja halt noch in der Sprache keinen wirklich gemäßen Begriff, was mich auch sehr stört. Und ich mache das schon länger. Da waren so Leute im Koma, der Pfarrer hat die da irgendwie transportiert, so komische Leute. Wir transportieren. Waren so im Koma. Biomaterial. Also ich habe einen Aushilfsjob gemacht für meinen Bruder, der Arzt ist. Ich bin kurzfristig eingesprungen. Also Einzelheiten da werde ich nicht informiert. Ich habe einfach praktisch immer nur den Wagen gefahren. Ich habe 4 Semester Medizin studiert. Jetzt bei der Frankfurt-Sache, da... Ich habe das Studium abgebrochen. Da kam der Arzt nicht. Gott hat mir immer geholfen. Also ich tanze in einer Frau aus Krakau. So habe ich das beschrieben. Das fand ich ganz treffend. Also, nur so ein Medizinstudent, also eigentlich auch nur ein... Also und ich finde es deswegen treffend, weil ich mich auch in Polen operieren lassen möchte. Weil die machen das, die falten das einfach auseinander und so weiter. Der war gar kein Arzt. Der eine, der war kein Arzt. Der ich war denke, für den Bereich Aushilfe war das... Oder, keine Ahnung. Also, ja, kompetent. Und also für meinen Bruder, der nicht konnte... Ja, und dann ist das... habe ich... aus dem Ruder gelaufen, weil er das Material einfach nicht so versorgt hat, wie es dann... So Biomaterial. Hätte sein sollen. Dann... transportiert. Haben wir noch eine Frau mitgenommen, das war meine Freundin, die da klar da ist. Ich war mir schon bewusst, ich meine, das... Und dann gab es dann noch einen Zusatzjob, also... Dass ich das nicht durfte, aber... war vielleicht nicht ganz legal. Dann haben die da noch was transportiert, ich weiß nicht, was das war. Und dann haben wir noch die Leiche vom Priebke mitgenommen. Es ging um eine Beisetzung. Also, als Job, also für Geld, ja. Ja, und dann haben wir am Ende dann 100.000 Euro gekriegt. Die Frage ist ja, irgendwohin muss es ja. Ne? Also wohin mit dem Biomüll? Das, und dann sind das, wir alle losgefahren. Das wird man ja sonst nicht los. Also man muss es schon irgendwie behandeln. Nicht? Das heißt, da war noch eine Mitfahrerin. Das ist ja organisch und... Die kannten wir ja gar nicht so gut. Das verfällt. Ja, das hat mit Ausländern eigentlich alles weg. Gar nichts zu tun. Also ich wurde... Alles muss weg. Ja. Muss alles weg. Ja, wir haben auch keinen gesehen. Also... Was man da später gehört hat. Aber erstmal muss alles weg. Wir haben einfach nur unsere Arbeit gemacht. Das soll ja schön sein, das soll ja nicht... Wie andere Leute auch. ...belästigen. Und mit Ausländern habe ich nichts zu tun, ja? Ich bin ja keine Prostituierte. Ich habe mit Ausländern nichts zu tun. Das ist mir fremd. Ist jetzt nicht so. Aber ich meine, 100.000 Euro am Schluss, das war nicht schlecht. Also... Wusste jetzt auch nicht so. Ich kann mir diese ganze Aktion eigentlich gar nicht erzählen. Oder was das. Also da ist einiges schiefgelaufen. Also ich war schon einfach. Fand ich ganz gut. Nochmal für den Mitschnitt: Der Fahrer Ernst und der, die das für seinen Arztbruder kurzfristig eingesprungene Transgender ist. Gott hat mir geholfen! Transportieren. In einem Biomobil den für die Zeit zwischen den Konzerten in ein künstliches Koma versetzten Mick Jagger vom Flughafen Frankfurt zum Flughafen Berlin. Am Terminal Frankfurt... Warte doch mal! Nee. ...ergibt sich über einen Zufall der Kontakt zu einer nicht näher bekannten Gruppe, die einen toten NS-Straftäter von Italien nach Deutschland überführt.
Sie sind Kraftfahrer für ein Unternehmen im Bereich der Biotechnologie. Ja. Nein, Kostendruck. Ich bin bei mir selber angestellt. Zigarette haben? Oder hatten Sie Kontakt zu Denkstrukturen oder Personen des nationalsozialistischen Komplexes? Ich bin, danke, nur den Wagen gefahren. Mein Vater war Polizist. Ich hätte nie eine Leiche. Darf doch noch von der SS sein? Nichts ist geregelt. SS-Toter. Darf man da hingehen? Mit Blumen? Keine Blumen? Muss man den kennzeichnen? Darf man den überhaupt überall runterlassen? Weiß ja keiner. Einer muss die Scheiße doch wegmachen, wenn's hochkommt. Wie hoch? Wer kommt hoch? Für jeden getöteten Deutschen 10 Geiseln. 2, 3, 4, 5. 10. Für jeden getöteten Deutschen 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 10. 10. Nach der Erschießung der Geiseln in Fünfergruppen stellte Priebke fest, dass 5 Zivilisten mehr als beabsichtigt erschossen worden waren. Nach der Erschießung der Geiseln in Fünfergruppen stellte Priebke fest, dass 5 Zivilisten mehr als beabsichtigt erschossen worden waren. Nach der Erschießung der Geiseln in Fünfergruppen stellte Priebke fest, dass 5 Zivilisten mehr als beabsichtigt erschossen worden waren. Noch Deutscher? Noch Deutscher. Ich bin Deutscher. Ich habe für die unterschrieben. Noch Deutscher. Ich kann die nicht mehr austragen. Die Opfer, das ist unser Benzin. Austragen. Ruhe! Vielleicht Störung der Totenruhe? Ich meine, wir haben ihn nicht gestört. Wir haben ihn zwischengelagert, weil wir Mick Jagger... Ja gut, das sagten Sie. Der hat seine Schläuche abgerissen und gut, dann... Gut, ja. Wir reden hier über mehr als 10 Jahre, 10 Morde. Davon weiß ich nichts. Ich habe mich nur gewundert, die vielen Hubschrauber und alles. Priebke wollte ja niemand haben auf seinem Friedhof. Und Mick Jaggers Generationskoma wusste ja niemand. Sie sehen also Mick Jagger manchmal? Nur auf dem Transport. Den fand ich mal ganz toll. Wen? Darf ich mich mal draufsetzen? Fass das nicht an. Das war überhaupt kein Fußjob. Das ist eine Leiche. Wer? Der andere? Nee. Oh ja. Ich hab für den unterschrieben, Scheiße. Ich kann den nicht mehr austragen. Die sind weg. Ich hatte also ein ganz schwieriges Wochenende. Ich kenn das mit dem Gas. Wirklich. Ich hab 4 Semester Medizin studiert, wirklich. Ich bin klasse am Gas. In Strumpfhose? Hier? Das ist eine tiefe Empfindung. Ist doch krank! Also fürs andere Geschlecht. Nicht hier, nicht im Auto! Ach, Mann, Frau. Das weiß ich doch nicht. Erektion ist keine Parklücke. Wer hat denn für den unterschrieben? Mann, Frau, eins von beiden wird ja jeder noch aushalten können. Und nicht noch eine OP und noch eine. Ich darf hier nicht mal eine falsche Jacke tragen. Die Jungs, die waren so unterschiedlich. Die Polen machen das. Nee, ein Haus und ein Hund. Chirurgisch, für unter 20.000. Und ein Grillplatz. Das wird gelasert, abgetrennt. Und dann kann man damit am See lang laufen. Privat. Faltet man einfach alles nur nach innen. Mit dem Geld. Wollten wir uns was aufbauen. Kinder. Aber nicht Primärorgane. Völlige Fehlschaltung. Kinder, fahrt doch endlich los. Jetzt bin ich eure Mutti. Steh an der Grenze, seh ins Licht. Bis wann war gestern, seh ich nicht. Bis wann war gestern, bis zum Strich. Blut ich nicht, wenn man mich sticht. Bewege deins Rotum. Baller die weg! Bewege deins Rotum. Warum stellt sich die Frage unten nicht ökonomisch? 1, 2, 3, 4. Warum stellt sie sich rassistisch? Warum können unten die Toten nicht sterben? Warum darf man oben ihren Nachlass nur akkumulieren? Was passiert zwischen oben und unten? Wachkoma? Versiegelung der Kräfteverhältnisse? Die oder wir? Wer ist der Untergrund? Deutscher. Wieso, fragen Sie? Sie waren doch dabei. Nee. Sie waren doch dabei. Ich bin 10 Minuten vorher rausgegangen. Bis wann war gestern? Nee.
Ich bin 10 Minuten vorher rausgegangen. Ist schwierig in Deutschland, wenn man nach der Wahrheit bohrt. Ist man gleich durch die Wand? Und man weiß nicht, ist das jetzt ein Hohlraum? Oder schon das Weltall? Also wir singen nur Deutsch. Ich möchte gerne nochmal... Bin ich schön? Bin ich nicht schön? Bin ich nicht schön? 6, 7, 8, 9, 10. Einzelbefragung 2. Was wirklich geschah? Der Sänger? Liedsänger, Lied, das heißt Führer, führen. Die sind nicht wie wir. Das war nur im Film. Die sind nicht wie wir. Nein, das war nur im Film, Komplexkino. Kino. Die with me. Foucault. Anstatt die idealen Subjekte dahingehend zu befragen, was sie von sich selbst oder ihrer Macht bereit sind abzutreten, um sich unterwerfen zu lassen, sollte man untersuchen, wie die Unterwerfungsbeziehungen Subjekte hervorbringen. Können Sie damit etwas anfangen? Ich persönlich, nein. Dann fangen wir an. Die deutsche Stelle. Erinnerung fordern und fördern. Sie haben die Aussagen Ihres Fahrers gelesen. Ernst, ja. Mein Gott, der ist so labil. Das hat keinen Bezug zur Wirklichkeit. Also habe ich auch weitergegeben. An wen? An die Stellen, keine Ahnung. Ich bin Sänger. Eine Rechtsrockband. Nein, einer Rockband. Also wir waren in Frankfurt, da waren wir jung, dann haben wir einige Texte gemacht damals, die haben wir dann geändert. Also das heißt... Sie singen nur Deutsch? Wir bereuen das. Sie singen nur Deutsch. Wir bereuen das auch. Es gibt kaum eine Band, die mehr gegen rechts getan hat im Nachhinein als wir. Das muss man im Zeitkontext sehen. Wir waren damals total jung. Ja, ihr müsst euch vorstellen, da sind nur Platten. Was stellt ihr Wichser euch eigentlich vor, ihr Verwöhnten? Ich weiß gar nicht. Sie denken mit euren scheiß Büchern, ey. Singen darf man. Guckt euch das nochmal an. Guckt euch doch mal so einen Plattenbau an in Frankfurt. Sie singen Guckt Deutsch. Guckt euch das nochmal an. Da gab's nur Türken und Glatzen. Man konnte sich entscheiden, wenn man kein Türke war, war man eben Glatze. Da haben wir halt Türken vorzu rausgeschrieben. Außerdem, wir haben total gesoffen. Das war ein Musikvideo. So, ja? Singen. Das darf man ja wohl. Ja, unser Sänger, der ist ziemlich heißer Typ. Und manchmal schräge Ideen und so. Und der interessiert sich einfach für so eine Art von historisierendem, Pop-Reenactment, ja? Ja, also ich sollte die Rolle Lillian Harvey übernehmen und sie haben mich da entführt. Und dann hat er sich vorgestellt, wie wäre das, wenn wir ein Reenactment machen von... Ja, ein Cover von Die Drei von der Tankstelle. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Also die Liebesszene, die Arie. Und dafür haben wir Katrin Angerer gesetzt. Die haben gedacht, ich bin Katrin Angerer, aber bin ich ja nicht. Und dann waren das irre schwierige Dreharbeiten. Willy Fritsch und Lillian Harvey, das ist eine ziemlich zentrale Geschichte in der deutschen Musikhistorie, ja. Und obwohl das anders abgesprochen war, wir wollten das immer blocken. Das Ganze ist ein sehr kleines Areal, aber das hat irgendwie nicht geklappt. Es haben immer wieder Leute gestört und sind da einfach durchs Bild gelaufen. Ja, die haben mich entführt. Super nette Jungs waren das, muss ich echt sagen. War nicht schlimm. War wirklich super nett mit denen. Und wir wussten auch überhaupt nicht, dass das schussfähige Waffen waren. Ja, ab und zu waren wir mal an der Ostsee, ja. Wegen dem Licht. Also war ja kein Licht, tagelang kein Licht. Ja, das war furchtbar. Das ist, ja, mehr kann ich nicht sagen. Ein nationales Projekt? Ich wähle jeden, der dafür sorgt, dass Ruhe ist. Lüge, sagt der Holzfäller. Wegen Vergangenheit? Sie haben alle gelogen. Scheiße. Diese weiße Monokultur. Ja, wie will er das wissen? Für die Stellen? Auch er hat gelogen vor Gericht. Die anderen Stellen? Um nicht den Nazis? Fall... Nazis? Die Opfer kamen aus der Mitte der Gesellschaft. Nee, um Und nicht was in den sollte Fall... man testen? Um nicht die in den... Gewaltbereitschaft? Um nicht in den Fall verwickelt zu werden. Ach. In Wahrheit. Bei Bockwürstchen eingeschlafen. Wahrheit. Danach Lieder auf den Führer. Hat er alles mit angesehen. Das Werben der Banditen um die Frau. Wegen der Strumpfhose. Das war ein nationales Projekt. Ja, Wir der Langhaftigkeit zu entgehen. Überall sind wir rumgefahren, nicht wegen Vergangenheit. Kein Problem. Da bohrt einer. Ruhe. Das stört doch irgendwie.
Ich kann das nicht spielen. Ich mach das nicht mehr mit. Diese lange Kette von Menschen, die den Heimbewohnern Pakete entgegenreichen. Alle. Das war das Gegenbild, das wir brauchten. Alle haben also gelogen. Ist der Mensch schlecht von Grund auf? Eternell retour. Ich kann das. Marzahn altert wie ein Mensch. The Addiction. Der kam so runter, mein Volkskörper. Marzahn Hellersdorf altert wie ein Mensch. Oh, mein Volkskörper. Wie kein Mensch. Emotional verändert sich ja alles. Heimatschutz. Ich fordere Heimatschutz. Das erfährt der an Menschheit verzweifelte Priester. Die Vergangenheit ist nicht mehr auffindbar. Es Danke. Bleiben nur die ungenauen Reste und Vorstellungen in uns. 14. März 2014. Die Flüchtlinge sind jetzt 7 Monate mein in Hellersdorf. Ist nicht mehr auffindbar. Zwei mein Heimbewohner JP werden in der Nacht von Angreifern durch die Straßen gehetzt, schaffen es nur knapp ins Haus. Wie wahr ist also die Wahrheit? Ein Musikvideo. Ja, ja, ein Remake. Nicht nur Musik, die drei von der Tankstelle, das hat mich berührt, schon als Heranwachsender. Die waren ja auch alle arbeitslos. Also Heinz Rühmann, Willi Fritsch, verdrängt, erniedrigt vom Finanzkapital. Aber sie gründen eine Tankzelle. So, also Liebe, Kameradschaft, Kino ist ein Nichtort, wie ein Flughafen, ein Bahnhof, um der Belanglosigkeit zu entgehen. Wann passiert der Schritt in die Realität? Wann wird eine Empfindung tödlich? Und wenn das nicht dasselbe ist? Ich war nie in der Szene. Sie waren in der Szene? Ich war nie in der Szene. Ich war Sie waren nie in der Szene. Szene? Ja, gespenstisch. Lillian Harvey, deutsche Schauspielerin, großartig. Der hatte man ja totaler vergessen, Stress. Den Deckel drauf zu machen. Nichts, was einen berührt. Noch deutsche Schauspielerin, großartig. Und dann kommt sie also nochmal zurück. Super schön, so im weißen Kleid. Deutsch, mythisch, tief. Ich war nie in der Szene. Danach. Ich war auch nie in der Szene. Lieder auf den Führer. Bei Bockwürstchen eingeschlafen. Und dann kommt sie nochmal zurück. Super schön, im weißen Kleid. Wegen ihrem Tankdeckel brauchte sie ja ständig ihr Benzin. Und ich singe und sie singt. Und wir alle hatten ein bisschen was genommen. Und dann knallt's. Und ich denke, hey, Wahnsinn. Großartig. Haben die auch was genommen? Und ich sage, alles muss weg. Weiß ich im Moment auch nicht. Bin ich aber gespannt. Ja, also wieder Brückentage, Bier- und Campingstühle, Sex, nachmittags, Pause machen. Und mein Volkskörper verändert. Alle ein bisschen was genommen. Tief! Und dann knallt. Stilles Tal, du! Ich bin jetzt so voll Adrenalin. Ich begrab dich hier auf der Stelle. Die stehen nicht wieder auf. Da war überhaupt keine Szene dabei. Ich, so, Rüben, der alle Mond, ihr drei? Totaler Stress. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und noch nichts, was einen berührt, so unbedingt. Deutsch, mythisch. Natürlich, ne? Leute, das stört doch. Ist einfach zu voll, das schwächt. Totaler Stress. Das hat doch Leute, nichts mit Hitler zu tun. Halt ich nicht aus. Okay, cut, alle wieder ins Auto, danach Lieder auf den Führer. Mutter, das hat doch nichts mit Hitler zu tun. Ja, überall Leute, das stört doch. Cut, überall Leute, das stört. Nein, du musst... Fünfergruppen, 1, 2, 3, 4, 5, ja? Die waren in der Szene, ich war nie in der Szene. Na ja, die Szene, gespenstisch, wie den Haar, wie deutsche Schauspiel, großartig. Bei der hatte man ja vergessen, den Deckel drauf zu machen. Und dann kommt sie also nochmal zu. Nur Fünfergruppen, zulässiges Gesamtgewicht. Einer mit dem Tankdeckel brauchte sie ja ständig ihr Benzin. Und die spinne ich jedes Mal. Wieder welche im Bild, jedes Mal. Du voller Stress. Wir hatten alle ein bisschen was genommen und dann knallt's. Und ich denke, hey, Wahnsinn, haben die noch was genommen? Haben.
Halte ich nicht danach aus. Wieder auf den Führer, bei wenn ich ins Bild passe, soll gehen. Das war ein nationales Projekt und der Belanglosigkeit zu entgehen. Cut. Sind wir rumgefahren, nicht wegen alle wieder ins Auto. Scheiße, Stoßdämpfer. Ganz entspannt, ganz entspannt. Die hinten, die Fünfergruppe hinten, nach vorne. Emotional verändert sich alles. Come on, come on. Das ist zu voll, das ist einfach zu voll. Okay. Also wieder Brückentage. Hey, 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 Wahnsinn. Hey, ich sage was. Emotional verändert sich alles. Die stehen nicht wieder auf, danach lädt er wieder Väter. Emotional verändert sich alles. Die Szene. Emotional verändert sich alles. Ich baller die weg, ich baller die weg. Einfach zu voll. Das stört doch. Das stört doch. Was? Das stört doch. Ich hab hier so Stellen. Kat, das stört doch alle. Billy! Ich war nie der Szene. Das stört doch. Halt dich nicht aus. Wer nicht ins Bild passt, soll gehen. Volkskörper, Volkskörper, Volkskörper. Und dann knallt's? Moment. Das Kino als deutscher Nichtort. Können wir darauf nochmal zurückkommen? Wenn etwa die RAF Bude Souffle außer Atem gedreht hatte, um die Revolution von 1819 wiederzuholen, ein kleines Rettungsteam, das versucht, seine Toten im Eis friedlicher Koexistenz warm zu halten, dann hat die NSU die drei von der Tankstelle gecovert, um den Riss 45 ungeschehen zu machen. Ein Remake, weil die Sehnsucht nach dem Faschismus verboten wurde, statt ihre Ursache zu lösen. Ein Bildstau, an dessen Ende immer Lilian Havik kommen muss. Das Wirtschaftswunder, das Gespenst im weißen Kleid, das Benzin säuft und die genommene Praxis der freien Kooperation beendet. Männliche Konkurrenz, die Heirat aller mit dem Großkonzern. Heinz Rühmann, Oskar Karl Weiß. Jeder bekommt sein eigenes schickes Büro. Erfolgreicher Abteilungsleiter der Vernichtung. Wie in Bude Souffle. Der letzte Kuss ist schon Beischlaf mit der Polizei. Diese gespenstischen Liebesszenen. Immer wieder. Warum braucht unser Kino Leichen? Warum können wir aus dem Terror gegen uns immer nur Kino machen? Um die Toten zu betanken. Liebling! Hören Sie das auch? Nein. Nein. Gut. Ist das jetzt ausgeschaltet? Nein. Das war so ein netter Junge. Natürlich haben wir uns vorher ordnungsgemäß von der rechtsextremistischen Durchschnittlichkeit unserer V-Leute überzeugt. Das war ein netter Junge. Dann gehen die eben in die Videothek. Sie sollen das verdammt nochmal ausschalten. Ist das jetzt endlich ausgeschaltet? Bewege dein Totum. Bewege dein Totum. Bewege dein Totum. Einzelbefragung 3. Die Deutschland-Mutti. Was wirklich geschah? Uneingeschränkt unterwegs, Nationalpark. Oder das Böse der Banalität. Okay, cut, alle wieder ins Auto. Und der Führer. Das hat doch nichts mit Hip zu tun. Okay, cut, alle wieder ins Auto. Beate, hier ist Uwe. Beate, schade, wieder nur dein Anrufbeantworter. Ich sage hier gar nichts. Ich sage nichts. Ich sag gar nichts. Ich sage gar nichts. Erinnerung fordern und fördern. Das wird jetzt schwierig. In einem Hearing, wo der eine nichts sagt und die anderen nichts hören wollen, entsteht an der Schnittstelle von Sender und Empfänger ein gewaltiger Unterdruck. Das Schweigen der einen Seite lädt das Verschwiegene der anderen negativ auf. Es droht eine Implosion der Regulierung. Der Nazi unterbricht in diesem Prozess nicht nur Öffentlichkeit, er droht ihr mit ihrem Selbstmord. Wir kommen gut weiter. Wenn alle nichts sagen. Ja, dann hört man nichts. Ich darf ja gar nichts sagen. Ja,
Wir brauchen aber was. Sonst kommt automatisch das Sendesignal. Ein Sinus. Also Sinus. Ich weiß nicht was. Okay. Gib mir mal deine Hand. Los, nehmt euch mal alle an der Hand. Okay. Neonazismus, Neonazismus, Neonazismus. Du, letzte Erinnerung. Eine Leistungsshow. Gesicherter Bewältigung. Komm, komm, komm. Ich will ein gesundes Kind. Ich will einen blonden Hund. Ein Essmütter. Wo bleibt eure Niederlage? Sämtliche Fehler im Erbgut. Das kann man alles abhören. In-vitro-Fertilisation. Wir sind hier. Wir sind hier. Das ist ein Hackerangriff. Auf deutsche Verbindungslinien. Wir müssen nur alles versuchen. Sämtliche Schlagzeilen der Bildzeitung. Strukturanalysen. Schwarzbraun ist die Haselnuss. Alles abhören, alles vertonen. Das mit den UFOs. Abhören. Nicht runterspringen. Volksmusik war meine erste Nahtoderfahrung. Die Stimmen meiner ganzen Familie. UFOs. Längete. Sämtliche Aufzeichnungen energischer Flugbewegungen über Belgrad. Ja, auch ernst nehmen, nicht runterspielen. Wollt ihr das totale Voice-Over? Transzendental waren sämtliche Elternabende seit 45, elektromagnetische Rückstände, jeder Trachtprügel. Körperauszüge, Kontoauszüge, Söhne, Töchter, Enkelkinder. Wir nehmen das sehr ernst. Reichsflugscheibe 1. Klaus Teweleit, wir rufen dich. Ich höre was. Lampedusa. Klaus Teweleit, wir rufen dich. Sportpalast. Wir hören dich. Oradur. Ruhe. Du kannst das jetzt nicht unterbrechen. Das ist ein kollektiver Prozess. Ich muss überlegen. Ich kann nicht entscheiden, warum das Töten stattfand, beziehungsweise weiter stattfindet. Und? Ich will das Töten nicht ausüben. Ich will, dass meine Freiheit, das Töten nicht auszuüben, für mich ausgeübt wird. Und? Ich will, dass die Entscheidung über das Töten für meine Freiheit, nicht zu töten, für mich ausgeübt wird. Ich will, dass das Bedauern über das Töten für meine Freiheit, für mich ausgeübt wird. Ich verzichte auf Gewalt. Und? Gar nichts. Weiter. Neonazismus. Hygienevorschriften. Sämtliche Unterlagen von Heil- und Pflegeanstalten. Mein lieber Opa. Man benutzte hierzu ein ganz einfaches, handelsübliches Telefon. Für den Kontakt mit den Stellen, mit seinem Blut, die Abfahrtzeiten, Ankunftszeiten. Diätpläne, nach denen die Patienten den Hungertod starben. Eine Aufstellung aller Bissattacken. In Deutschland geführte Hunde. Horst Mahler, wir rufen dich. Horst, kommst du? Das Essen ist fertig. Sämtliche Hirntodprotokolle des deutschen Dauerfernsehens. Alles vertonen. Alles ernst nehmen. Abspielen. Alles gleichzeitig. Weißes Rauschen. An diesem Punkt kann man alles hören. Und das redet jetzt? Ja, das ist ein Filter, ein öffentlicher. Kann sich jeder runterholen. Laden. Und? Wo ist jetzt meine Faschistin? Fascho, Serviwan. Ich bin Nachkomme. Keiner Geschichte. Ich mache ein Foto von mir. Ich träume, ich habe ein Hilfiger-T-Shirt an. Wie ich von mir ein Foto mache, mit offenem Haar, mich herrichte in der Morgensonne, mit meinen Ray-Ban durch Straßen laufe, deren überlegungsspäter Anordnung mich aus meinem Gedächtnis streicht, indem ich durch sie hindurchgehe. Oder mein Zeitalter, wie die Straßen, Gebäude durch mich hindurchgehen. Geschwindigkeit aufnehmen, ich im gleichen blauen, hilfiger T-Shirt vor dem Wischeffekt ihrer Beschleunigung. Nachkomme, nicht ihrer Geschichte. Leerzeichen, nicht meines Namens. Wie ich das Foto mache, angewurzelt mit beiden Beinen unter mir, in einer Beton- oder Steinplatte, in der Morgensonne, im zunehmenden Beschuss, rotierende Anordnungen, Aufbauten, Abbauten. Ich weiß, ich träume. Ich sehe schön aus, schöner als in Wirklichkeit. Zeit ist der gleißende Riss zwischen Zellgewebe und Hintergrund. Ich weiß, ich muss einfach abdrücken. Fascho-Selfie 2. Sie wollen doch so einen Scheiß nicht darstellen. Vor den Toten. Da muss man auch mal die Schnauze halten. Das kann man doch nicht ästhetisieren. Das ist doch krank. Das muss man verbieten. Na, dann sag doch mal was.
Neonazismus. Ich meine, das ist ja gesellschaftlicher Konsens, dass wir unseren Müll versorgen. Es ist ja eine Kulturleistung. Und deswegen musste das auch schön gemacht werden. Also selbst bei Darwin sagt man ja auch, dass, also, warum hat der Pfau diese Augen? Ja? Warum hat er dieses Rad? Und da kommt ja die Frage der Kultur rein. Ja? Das ist ja nicht nur einfach das Überleben the fittest, sondern das ist ja, also das Fasanweibchen hat dann die Möglichkeit, sich kulturell praktisch zu entscheiden. Ja? Ich entscheide mich für dieses Pfauenauge. Ja? Oder da gibt es so ein kleines Fasanenhuhn, das hat fast wie in der Renaissance sind dann diese Augen, ja, mit einem kleinen Lichtpunkt oben, und die wurden über die Jahrhunderte, Jahrtausende immer perfekter. Und das ist ja nicht eine Frage des Überlebens, sondern es ist einfach eine Frage der kulturellen Entscheidung dieses Fasanenweibchens. Ja. Krieg ist die Chiffre des Friedens. Hören Sie das auch? Außerhalb der JVA. Ist das jetzt ausgeschaltet? Sie hatte blonde Strähnen in ihrem Haar. Sie sollen das verdammt nochmal ausschalten. Wie kommen Sie in der JVA zu diesen Strähnen, frage ich. Nach unserer Einschätzung war das eine absolut professionelle Hinrichtung. Einen Raubmord haben wir ausgeschlossen. Die Geldbörse steckte noch in der Tasche, die Kasse war bestückt. Es waren 216 Mark in der Kasse. Amen. Arschloch. Ich bin jetzt ratlos. Naja, nach den Aussagen, Chefin, waren die sowas wie eine Familie. Ah, eine Frau, zwei Männer, eine Familie. Ich weiß nicht. Eher asymmetrische Kriegsführung. Familie eben. Das ist der Ausländer. Wir brauchen für diesen Abend unter Sternen Salat, Filtertüten und einen Ausländer. Der ist billiger. Der ist billiger, der Ausländer. Wenn einer billiger ist als ich, mach ihn kalt. Nicht einfach nur Nudeln, das sind Tortelloni, Uwe. Wenn der Deutschland anpackt, packt der mich an. Der packt mich an. Was meint ihr? Bin ich zu dick? Nein. Ist doch schön hier. Ist doch schön. Das kann doch nicht wahr sein. Wir müssen reden. Wir müssen doch mit uns reden. Über was? Das kann doch nicht wahr sein. Wir müssen reden. Wir müssen doch über uns reden. Über was? Das ist der Ausländer. Nochmal? Selbstverständlich. Sagen Sie, Willi, wenn einer mich beleidigte, würden Sie sich auch für mich prügeln? Selbstverständlich. Das ist aber nett. Ach, Sie wieder super sexy. Ich bin ja auch die deutsche Stelle. Super sexy. Sagen Sie, Sie halten sich wohl für unwiderstehlich. Was? Nein, ich halte mich nicht für unwiderstehlich, aber für klug. Viel zu klug, um zu erkennen, dass Sie nur darum so grob mit mir sind, weil Sie sich genieren, so nett zu mir zu sein, wie Sie es gern sein möchten. Bingo. Woher wissen Sie denn, dass ich gern nett zu Ihnen das sein höre möchte? Ich. Das höre ich. Das höre ich. Da. Da und da und da. Da, die deutsche Stelle. Da, 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 da. Nochmal. Ruhe. Wir werden das hier zu einem guten Ende führen. Jetzt im Ernst. Also der innere Widerstand ist dann so groß, dass man natürlich die versucht, die Wahrheit schön aussehen zu lassen und findet Lösungen. Endlösungen. Endlösungen. Die endgültige Lösung ist schon erstrebenswert, oder? Also irgendwann muss man ja auch auf den Punkt kommen. Also man will ja auch sagen so Punkt. Also es gibt auch die Darsteller sozusagen dann, die entsprechenden, die Endpunkte setzen, wo man dann auch so als befriedigt sagen kann, und jetzt noch einen riesigen Schlussapplaus, jetzt können wir uns verabschieden und jeder hat nochmal sein Schlusswort gesagt und sein... Weil das so ein Realitätspunkt dann doch am Ende gibt. Letztendlich ist es ein Realitätspunkt, weil die Personen, die dann halt dort in die Mikros reden, also die sind schon, das ist dann schon... Also real erarbeitet, sag ich mal. Ja, das ist dann also Geschichte. Dann auch, das ist Geschichte in dem Moment auch geworden, weil es gibt ja auch einen Weg der Wahrheit. Und dieser Weg der Wahrheit, also nennen wir es jetzt Show, also wenn wir jetzt so dabei bleiben, das ist ein Weg, eine Wahrheitsfindung, das ist auch Arbeit. Und wenn man am Endpunkt dieser Arbeit steht, weiß man auch, was man geleistet hat. Also wenn man dann diesen Geschichtspunkt wieder hat, dann kann man auch wieder in den Spiegel gucken. Wenn man diesen Punkt hat, dann kann man schlafen gehen am Ende, also kann am nächsten Morgen aufwachen, kann in den Spiegel gucken und sagen, yes, ich habe die Wahrheit gefunden und ich kann sie vertreten. Der Weg ist die Arbeit und das Ergebnis ist
Der Spiegel am nächsten Morgen, in dem du sagst, ja, ich habe sie gefunden. Ja, und das bin ich auch wieder. Das bin ich und jetzt bin ich auch wieder identisch mit mir. Ne? Genau, gestern Abend, das war vielleicht noch was anderes. Das aber war was anderes, aber jetzt bin heute ich. Heute Morgen bin ich das wieder. Und bin identisch. Ah, da ist so viel aber unten. Komm hier nicht weiter. Komm nicht dieses weiter. Dauernde Zurückspulen bringt doch gar nichts. Wir müssen eine Kamerafahrt machen durch die Leitung. Wir müssen das von innen. Ruhe! Wir werden das hier zu einem guten Ende führen. Jetzt im Ernst, damit kein Zweifel aufkommt. Ich habe mich selber auf der Flucht erschossen. Das war ein ganz schwieriges Wochenende. Ich habe gesagt, ich will die alle einzeln. Das ist mein Hearing. Hearing. Hier spricht die Nationale Sicherheit, Abteilung Filmförderung. Für die Pyro haben wir Asche bis zu den Mandeln. Rausschneiden geht nicht. Wir haben Camping gemacht, ja? Deutsches Camping heißt... Deutscher Salat, deutsche Filtertüten, deutscher Erdbeersekt, das ist nicht rassistisch. Der Ausländer hat ja seinen eigenen Erdbeersekt. Schluss! Schluss! Ist das jetzt ausgeschaltet? Ja. Hören Sie noch was? Ja, nein. Das hier wird komplett abgerissen, saniert. Natürlich erhalten wir den eigentlichen Komplex. Wir bauen hierüber einen Bankenturm und im Keller eine sauteure Erinnerungsanlage. Erfahren Sie jetzt mehr über Koma, Wachkoma und minimalen Bewusstseinszustand. Das war kein KZ. Wo ich immer sofort diese... Das war kein KZ. Fleischerhaken an der Decke sehe. Setzen Sie. Das war kein KZ. Unsere Geschichte, das geht doch einem doch nahe. Das sind doch unsere Standards. Die Widersprüche sind tot, du Schwuchtel. Dann ist das jetzt ausgeschaltet, ja? Ja, ja, ja. Ja, 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 Raschung und Hilti, ein Hering aus dem großen Sendesaal. Die Sprecher und ihre Rollen. Fabian Keitel. Ich habe nie daran gedacht, meinen Namen zu ändern. Der ist eben auch Teil meiner Geschichte. Ich wollte Medizin studieren. Dann bin ich Schauspieler geworden. Katrin Reitsch! Manchmal besuchte uns die Familie eines Freundes von Großvater. Ein netter Mann. Lehrer, glaube ich. In der Familie hieß es, er sei bei dem Freikorps-Trupp gewesen, der Rosa Luxemburg erschlagen hat. Ich weiß nicht. Ich war ein Kind. Ich habe meine Mutter sehr bewundert. Vielleicht bin ich deshalb Schauspielerin geworden. Bernhard Kaltenbrunner! Jetzt dieses Jahr an Ostern sind wir rausgefahren. Aufs Land nach Brandenburg. Und da sind wir von einer Neonazi-Familie mit einem Luftgewehr beschossen worden. Die sind einfach sitzen geblieben danach, als die Polizei kam. Tja, ich bin Schauspieler. Astrid Streicher. Wenn in Auschwitz nicht mehr getötet wird, was dann anfängt? Ich weiß es nicht. Ich bin Schauspielerin. Mehr kann ich nicht sagen. Ende. Warte mal, warte mal. Warum verbrennt unser Fokus immer den Gegenstand? Ist doch komisch. Das ist doch komisch. Ende! Das ist das Ende. Sagen Sie ja zum Ende.